Hallo, hallo, willkommen bei Scrap Mechanic mit der reizenden Sialin. Mit ihrem kritischen Blick für das Wesentliche entgeht ihr nichts. Und natürlich mit eurem Sarok, der für sie alles passend macht, was nicht passt. Sialin! 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 Sarok! Sarok! Es geht irgendwie alles so. Machen wir in Slow Motion? Ja, Sialin! 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 Ja, wow. Es ist Freitag und der Akku ist leer. So in etwa. Hallo Xarok. So müssen wir mal eine ganze Folge machen. Ich glaube, die würde keiner Gott. Gucken. Wir gehen jetzt nach oben. Echt? Ja. Ich weiß auch warum. Oh, das wird aber echt übel. Es leckt, ja. Ja, also lang geht das echt nicht mehr. Liegt das, weil wir so viel im Boden bauen. Wir dürfen nicht so viel im Boden bauen. Wir sind nee, das hat nichts damit zu tun. Wir haben allgemein viel gebaut. Oh, hier oben ist besser. Na, dann ist doch super, dass wir jetzt da hochgehen. Liebe Leute, was denkt ihr, wenn wir da hochgehen? Nee, das ist nicht besser. Ich war schon lange nicht mehr hier oben. Hier raus, ja. Ja. Oh, so. Ja. Hier war ja mal der Aufzug mit der Brücke und so, die ich hier ja, entfernt habe. Damit wir innen weiter bauen konnten. Genau. Aber wenn man jetzt hier noch weiter hochkraxelt. So frische Luft. Ja. Komm mal mit, ja. Okay. Oh, das ist aber gefährlich. Ich bin ja gar nicht gesichert. Nur ein bisschen. Du kannst auch unten bleiben, ich kann es dir auch so zeigen. Oh mein Gott. Ja. Schau mal, da hinten sind noch ein bisschen, ist ein bisschen was. Achso, man könnte das vielleicht noch wegmachen, aber. Aha. So viel hier? Bringt das auch nicht mehr. Nicht weg, oder? Nee. Ich hab versucht, so gut wie möglich es wegzumachen. Nein, hier sind überall Überreste. Okay. So, ja, wir bauen heute ein, ja, was bauen wir? Ein stationäres Geschütz, also sprich hier ein Geschütz, das hier runter guckt und die, ja weiß ich nicht, ich will mal abknallen, aber wir knallen einfach die Leute ab. Die Zombies. Ah ja, die Zombies, genau. Und alles, was wir für Zombies halten, außer es sind Xaukiana. Wir knallen heute Zombies ab. Ja, gewünscht wurde sich ein stationärer Panzer. Sarok. Also eigentlich eher dann so wie ein Bunker, oder? Ein Bunker? Ein Bunker mit einer fetten Flak oder sowas obendrauf. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ein Panzer wäre ja eigentlich fahrbar. Ja, aber der ist ja stationär. Ich habe Flak schon mal gehört, aber ich weiß nicht, wie es ausschaut. Du weißt schon, was du tust. Also wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen irgendwas mit viel Bums, was hier unten die Zombies alle kaputt haut. Na, dann bastel ich mal. Ja, bastel mal. Ich schau dir zu, weil, ich könnte den Baum hier absägen. Der ist ja süß. Ja, der ist voll süß, gell? Oh, hier, das sind zwei Stück. Die sind ja putzig. Ich mach das jetzt auch. Ach, du hast hier deine Plattform. Das sehe ich jetzt erst, dass sie gar nicht zum Berg gehört. Metallboden, plötzlich. Unter meinen Füßen. Ja, wirklich. So. Dann baut Xarok mal einen Bunker. So wie der. Kennt einer das Lied? Welches? Der Adolf in seinem Bunker. Also ich sitze in meinem Bunker. Das ist aber schon uralt. Das ist wirklich alt. Wahrscheinlich keiner. Mit seinem Quietsche-Enten in der Badewanne. Ja. Schon, hat schon was Sympathisches, ne? Ja, ja. Nee? Okay. Möglicherweise, aber irgendwie nee. Nicht gern. So, machen wir mal hier so ein bisschen ein Nachtstuhl. Aber kann sich das Ding dann drehen? Nein, das jetzt noch nicht. Ach so. Ach, da kommt es dann erst drauf. Und das da drauf kann sich dann drehen. Ja. Yeah. Yes, sehr gut. Weil das weiß sogar ich, dass ich das drehen können muss. Ja. Damit ich so boom, balla, bam, boom und überall geh mal ein bisschen blutenden Zombies und... Ich bin gerade hier voll in meiner Fantasie versunken. Ja, ich weiß. Ich unterbreche sie auch total ungern, aber... Ich stelle mir gerade das Zombie-Gemetzel vor. Boom, bam. Siehst du sie alle da unten liegen? Sie schreien Nein, nicht, und aber... keuchen und bluten und... Ja, fluchen und keuchen wahrscheinlich ja, aber... schreien? Oh, doch. Auch. Bin gespannt, wie genau das jetzt dann aussieht. Ja, ich auch. Also Eisen ist auf jeden Fall schon mal gut, so stelle ich es mir schon mal vor. Vor allem hier mit diesem benutzten Eisen, das finde ich super. Fällt mir schon mal. Ah, eine Schießscharte. Genau.
Wieso weiß ich, wie das heißt? Das heißt doch Shishka, oder? Ja. Ich hol mir eine Waffe von dir. Das ist eine Waffe. Hey! Ups, Entschuldigung. Ich wollte eine Waffe holen. Okay. Und dann so. Ego-Sicht. Ist das nicht putzig? Schau mal, wie so aussieht. Das sieht authentico aus. Mach doch auch mal, macht voll Spaß. Ja, warte, ja, das macht bestimmt. Komm, wir stellen uns nebeneinander und schießen sie alle ab. Komm her. Warte. Ja, gleich da. So. Ja, gleich ist er da. Und jetzt auf 3. 1, 2, 3. Du stehst viel zu weit weg. Hey! Mich! Oh, Entschuldigung. Schieß gleich dich ab. Ah, du Knödel. Bam! Peng! Ah, Xerlin, das Knödelchen. Der gute alte Hammer tut's auch. Ja. Dein Kopf klingt ganz schön metallmäßig. Ja. Hör ich öfters. Ich bin blechern, hör ich öfters. Ich schieß da raus. So. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Ein Deckel, sehr gut. Ein Joghurtdeckel. Ist das auch schusssicher? Das Ding ist so sicher. Cool, aber Zombies haben meistens eh keine Waffen, das ist das Gute. Ja, das ist wirklich das ist wirklich gut. Das ist wahr. So, genau. Das heißt, da ist jetzt eigentlich nur dafür sorgen, dass sie nicht reinkommen können mit ihren Armen und so, warte mal. Da brauchen wir eine Tür. Ja, genau. Und vielleicht, man könnte sich überlegen, wenn man das so macht. Was meinst? Ja! Dann können sie da nämlich nicht reinkrabbeln, weil das dann kommen die gut. Nämlich zu dem Berg hochgekrochen und so. Ja. Und dann plötzlich langen sie mit einem Arm da durch. Wobei, so weit kommen sie gar nicht, weil wir schießen sie alle ab. Ich kann mir das voll gut vorstellen. Ja, das kann sie wirklich, gell, Leute? Voll bildlich, seht ihr das? Wir sehen das. Okay. Vroom. Nein, da doch nicht! Hey! So. Guck, ich kann doch helfen. Wie cool ist das? Guck, und dann kann man sich hier von unten dann hier so auf den Sitz setzen. Ach, da und unten. Das ist dann das Geschütz. Da kommt dann sehr gut. Noch mehr dran. Das muss viel Lärm machen. Das muss viel Lärm machen. Damit alle Zombies auf uns aufmerksam werden. Damit sie, ja, genau, damit sie aufmerksam werden. Damit ja. Sie hierher kommen. Und von hier unten schießt dann ich. Ich sehe schon, Xerlin hat Ahnung. Apropos, habe ich nicht letztens irgendwo eine Kettensäge gesehen? Ja, stimmt, da war was. Hast du die? Ich glaube, die habe ich. Nachdem das jetzt schon 2 Wochen her ist. Also eigentlich gestern, aber... Naja, es war eigentlich gestern, aber... Ja, warte. Ich stelle sie mal hin, wenn ich sie habe. Wurde die für dein Waffenlager gebaut? Ja, genau. Warte. Schau mal. Fand ich nämlich voll cool. Ich bin mir nicht sicher. Hat er sie mir gegeben oder nur gezeigt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da ist sie. Von wem ist denn die? Black Wolf. Ah. Cool. Würde mich freuen, wenn ich sie vorstellen und dann eure Waffen kann man tun. Weil ja, die ist nämlich wirklich cool. Ich speichere mir die jetzt mal ab. Das mache ich. Oh, die geht sogar. Die sieht so geil aus. Die sieht voll echt aus. Ja. Ich mache die in unser Waffenlager. Sehr gut. Das macht die Kette. Habt ihr gehört? Säge. Das passt sogar nicht hin. Black Wolf. Hey, das passt sogar hin. Safe. Jetzt bin ich safe. So. Eigentlich ist es Gott, dass ich durch die Gegend schleppt. Yes. So. Wo geht's runter? Wo geht's runter? Ich hab mich verlaufen. Wie immer. Ja, sei ruhig. Lach. Nein, danke. Hä? Wo bin ich denn hier gelandet? Geht's hier im Aufzug rum? Da komme ich da wieder raus? Nee. Einfach reinhüpfen. Ja, da kommst du raus. Oh, meine Ohren. Wo komme ich da raus? Hier. Kommt man da raus? Ja. Kommt man nicht raus. Oh, tatsächlich, da kommt man raus mit Ducken. Okay. Oh, Schaukel! Yay! Yay, yeah, Party, Schaukel! Ein bisschen Spaß muss man auch haben. Yay! Was? Wir voll den Auftrag. Yay, yeah, rutschen! Schaukeln! Oh, rutschen wäre auch cool. Juhu!
finde es immer noch doof, dass man nicht in die andere Richtung auch speeden kann. Oh, das Leben ist so traurig. Kannst du jetzt mal aufhören? Nimm mich mal ernst, ich habe hier voll die Probleme. Schau, bei rückwärts ist man voll langsam. Nur vorwärts macht Spaß. Und er verarscht mich voll. Boom, und an die Wand. Und nochmal. Yay. Spring ab. Boong. Ups. Hoffentlich fliege ich nicht durch die Wand. So, ich könnte auch noch in den Fernseher schauen. Ich leuchte ja was Gutes. Was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte ins Waffenlager. Oh, guck mal, unser Pool. Juhu. Cool. Ja, da kann ich dann vom Waffenlager aus kann ich runter. Durch den Pool. Das ist cool. Nichts mehr Treppe runterlaufen oder einfach runterspringen. Nein, Pool runterrutschen. In meinem Garten war ich auch schon lange nicht mehr. Ach, die Cave ist so schön. Was denn? Nix. Ich will endlich die Zombie-Apokalypse. Ich will mich hier drin verpflanzen. Das gefällt mir hier. Ich will nicht mehr Apokalypse. Raus. Ich will hier die echte Welt. Achso, warte mal, da ist dann das Waffenlager. Genau. Ach, das hast du ja zugemauert. Depp. So. Oh, so schöne Waffen. Ich würde sie gerne alle nehmen. Yay! Juhu, blink. So, wir haben. Wo haben wir den Platz? Ja, konzentriert für? Und sie spielt. Ja! Wo haben wir denn. Ich will Wasser haben. Wo haben wir denn Platz für Black Wolf's Kettensäge? Vielleicht hier irgendwo da einen Platz. Aber die war auch mit dem Motor ziemlich klobig. Das funktioniert schon nicht. Mal schauen, ob man die überhaupt an die Wand hängen kann. Das gibt ja! Was war das denn? Bitte was? Sie ist ausgeflippt. Ausgeflippt? Ich glaube, die kann man gar nicht an die Wand hängen. Das wird nicht gehen. Wie mache ich das? Wie mache ich denn das? Hö, geht das? Hä? Echt jetzt? Von dem Motor an die Wand schweißen? Ja. Okay. Na dann. Vielleicht nur die andere Seite. Aber das ist dann die mit dem Knopf, das ist auch blöd. Nee. Ach, so geil. So, dann doch so rum. Ich komm nicht raus! Ich muss über die Klinge der Kettensäge laufen. Hallo? Na also. So. Jetzt komme ich wieder nicht rein. Unglaublich. So, da macht sie sich doch eigentlich ganz gut. Bam! Und yeah, sie läuft. Cool. Cool. Hey, du willst aus der Schraube, aus der Schlitzschraube eine Kreuzschraube. Wahnsinn, oder? Schau mal, voll die Kreuzschraube. Stimmt. Das ist super. Also jetzt, wenn ich immer ein Problem habe mit dem Schlitzschraubenzieher, lass ich sie einfach so schnell drehen, dann wird es zum Kreuzschraubenzieher. Perfekt. Genau. Geil. Geile Waffen. So, ich finde ja immer noch hier diesen Mörser-Granaten-Kaktuswerfer so geil. Ja, der Kackwerfer. Boom! Was Kack? Achso. So, dann habe ich die Kettensäge platziert. Vielen Dank dafür. Die sieht schon cool aus. Kann man gut gebrauchen. Definitiv. Das ist, ich finde, das ist das optimale Apokalypsen-Zombie-Schredder-Gerät. Ja. So, da ist unser Asyllager, Lazarett. Du musst eigentlich höher sitzen, sonst bringt das gar nichts. Hier ist Licht. Wo ist hier eigentlich Licht? Hä? Wo kommt denn das Licht eigentlich her? Wahrscheinlich von oben irgendwo, von den Waffen oder so. Scheint es durch den Boden durch. Wirklich? Da ist eine Lücke im Boden. Nee, ist ja geil. Ich wollte gerade sagen, hier ist Licht und da hinten nicht. Ist ja voll fies. Aber es ist ja witzig. Ey, ich baue da mal zwei, drei Lämpchen hin. Kann man ja mal machen, ne? Kann man, muss man aber nicht. Muss man nicht? Ne, muss nee. Man nicht, aber. Ist ja nur fair, ein bisschen Licht. Für die lieben Leute. Oh! Okay, das war keine gute Idee. Warte, warte, jetzt. Ne, ist ja auch scheiße. So, beim Experimentieren. Ja. Hä?
Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich gar nichts gemacht. So, warte. Ich brauche erst die Pistons. Das laber nicht. Ich mache extra nicht an die Felsen. Blödsinn. Schrecklich. Du bist schrecklich. Du bist schrecklicher. Kann sein. Ist mir egal. Kann sein. Oh, like. Kann sein. Ist aber wurscht. So, hier kommt sowieso voll viel Licht runter. Also immer. Na egal. So. Jetzt haben sie noch ein bisschen Licht an ihren Betten. Top. Das war noch wichtig. So, ich wollte jetzt nach oben in den Pool. Der Pool ist so cool. Ich kann nichts dafür, dass ich das reibe. Yay! Und dann muss ich schauen, wie weit Xarok ist. Was sagt ihr, Leute? Wie weit ist er? Wie schaut's aus? Lohnt sich zu gucken, oder? Lohnt sich, dass ich gucke. Und in den Pool. Juhu! Und rutschen! Yay! Wo ist eigentlich das Sprungbrett? Von wo aus? Assi. Ah, da! Dann benutze ich jetzt das Sprungbrett statt der Rutsche. Hier muss ich mir immer noch was einfallen lassen. Sprungbrett. Nein! Uah, ich wollte eigentlich noch hüpfen, ich bin runtergefallen. Na egal. So, sehr gut, cool. Dann raus hier, abtrocknen und wieder nach oben. Wobei da draußen scheint ja die Sonne. Sonnenschein. Wer, ich? Ja. Wo ist er denn, der liebe Xarok? Was ist passiert? Ja, ich hab nichts gemacht. Ich hab was gemacht. Achso. Uah! Jetzt bin ich aber schnell in die Treppe hochgerannt. Was? Aua? So laut. Achso. Was haben wir denn hier? Und Aussicht ist immer noch schön. Ups. Cool, ne? Drück mal die 2. Gedrückt halten. Oh, warte. Oh, ich kann mich drehen. Jetzt die 3. Die gleiche Richtung. Jetzt nochmal die 2. Sehr gut. Jetzt die 1. Okay. Gut. Wieder aufsteigen. Ja. Ey! Schmeiß mich doch nicht einfach runter. Doch. Man könnte das sogar mit den Lenkungen machen, dass man links und rechts links statt Knöpfe drückt. Das machen wir. Das machen wir. Das ist gut. Das ist dann viel einfacher. Ja, schon, oder? Aha. Oder macht man hier einfach einen Sensor? Okay. Du siehst eher aus, als ob du kackst. Oder ich muss das genauer überprüfen. Kackt er? Kackt er in die Hose? Kackt er? Nein, die Hose ist allgemein so braun, orange, komisch farben. Ich komm dir gleich. Wie, hä? Stummelbeinchen hast du auf jeden Fall. Aber deine, jedes Mal bin ich überrascht. Meinst du jetzt im Spiel oder in echt? Beides. Nein! So, jetzt brauchen wir nur links oder rechts lenken. Cool. Und dann dreht sich in die jeweilige Richtung. Sehr gut. Cool, Rundumdrehung. Geil. Ja. Das müssen wir nur noch irgendwie schießen können. Ja, das kommt noch. Cool. Sehr gut. Mhm. Und irgendwie vielleicht sogar so ein bisschen Schutz da oben. Weil ja, natürlich. Ja, ach so, okay, cool. Natürlich. Okay, cool. Wieso hat das eigentlich einen Fliesenboden? Soll man da auch gleich aufs Klo gehen können? Nein, das ist alles zu schwer.
Oh, jetzt ist aber, wenn ich hier zumache und dann runter will, das geht nicht. Das geht nicht, nee. Da muss ich ja ganz genau... Oh Mann. Entschuldigung. So. Es kommt ja noch. Aha. Hä, wie hast du mich jetzt gerade gedreht? Ich weiß es nicht. Okay. Ich hab dich nicht gedreht. Achso. Oh, das wird jetzt der Schutz. Sehr gut. Jetzt fühle ich mich schon mal ein Stück weit sicherer. Dann bin ich hier beruhigt. Ja, es muss dann halt so sein, dass man perfekt einlocht. Oh nein, die Zombies kommen, ich muss runter. Nein, oh Gott, ich hänge fest. Nein, Panik. Geh mal runter. Danke. Ich helfe dir. So, fahr mal wieder hoch. Nee, bleib mal unten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da kann ich nämlich hier jetzt bis da hingehen. Das muss ja oben dann zu sein. Ich könnte noch nicht sogar so einen kleinen Dings machen. Huch. Oh. Was machst du denn da? Weiß ich nicht. Steig mal bitte aus. Aussteigen? Ja. Okay. Danke. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wieso geht er denn immer auf die Seite? Der soll doch einfach hier auf den Sitz bleiben. Soll ich dich rausziehen mit dem Seil? Oh. So was Dödliches ist. Soll ich mich hinsetzen? Dann kannst du auf mich draufspringen. Jetzt hängen wir dann gleich beide drin fest, wenn ich das mache. Warte mal, so. Ach. Also. Auch nicht besser? Nee. Okay. So. Gott sei Dank. Es ist hier so ein fetter Schalter in dem Weg. Das ist alles zu eng. Der hat es denn so klein gebaut? Dann baust halt größer. Fahr mal bitte hoch. Dankeschön. Fahr mal bitte runter. Ich will es nicht zu groß bauen, weil wir überhaupt gar keine Ressourcen mehr. Ach so, ja, die 15 haben. Blöcke. Die 15 Blöcke, genau. Ja, halt eine Reihe größer oder so auf jeder Seite. Okay, wieder runter. Wieder hoch, runter, wieder hoch. Was? So. Nein, wieder runter. So, was danke. Denn jetzt? So. Schauen wir mal, dass wir hier hinten dann eine Tür machen. Soll ich aufstehen? Jetzt bin ich schon wieder da reingefallen. Ja, bitte. Was, wenn ich hochfahre? Bringt auch nichts. Wo bin ich denn schon wieder da drin? Und wieder rutscht der immer nur auf die eine Seite. Mann, warum kann er nicht einfach auf die Seite gehen wie bei dir? Das ist doch unglaublich. Weil, warte, setz dich hin. So. Ah. Jetzt hängst du ja schon wieder da. Also. Wahnsinn. Weil der bei mir auf die Seite geht, also auf den Sitz, weil du im Weg stehst. Na so. Na gut. Da muss ich mir echt was anderes einfallen lassen. Ah. Mach halt einfach an die Seite noch einen Sitz. Geh mal mit. Oh, ja. Danke. So, prinzipiell schon mal nicht schlecht. So, weil man kann nämlich, wenn man so schräg ist, einfach den Knopf nach unten drücken, dann dreht man es so lang, bis es. Ah. Dann geht er rein. Das ist ja cool. Ja, also das passt dann schon. Ich schieße dich jetzt von hinten einfach ab. Also da kannst du sogar hier mit Vollspeed dann da so hingehen und dann klack. Mhm. Also eigentlich ganz cool. Und in welche Richtung man runterkommt, ist egal. Das ist egal. So. Also du kannst immer aussteigen. So. Okay. Ich muss nur gucken, wie ich das mit dem Platz mache. Weil so jetzt. Ist ein bisschen da hinten. Jetzt ist gut. Jetzt kann man einfach hinten rausgehen. Jetzt probiere ich das mal unten. Ja, jetzt passt. Oder ansonsten müsste man einfach Blöcke an der Seite links und rechts vom Stuhl hinbauen. Dann würde das vielleicht auch gehen, oder? Was für ein Ding? Blöcke hinbauen. Ja. Ja, so war jetzt eigentlich auch nicht schlecht, aber so. Weil dann kannst du da nicht hin und dann. Ja. Jetzt bist dann du kann auch ich einfach da raus. Das ist gut, das passt, das ist super. So,
Hey, das wird ein richtig cooles Teil. So, jetzt muss ich mir nur Gedanken machen, wie man das hier drin macht, dass man hier noch durchgehen kann. Aha. Weil so passe ich da nicht durch. Aber hier passe ich durch. Das passt. So, das geht. Dann kann man hier so, dann macht man hier einfach dicht. Muss mal so umgehen. Ach, der Knopf ist ja jetzt hier. So, genau, und dann können wir hier Knöpfe hinbauen. Also die Elektronik für das Ding. Oder hier drin, das geht ja hoch. So, dann hier die Knöpfe hin. Gehen auf die Pisten. So, zack! Voila! Ja, wunderbar! Jetzt brauchst du noch ein Geschütz. Jetzt brauchst du noch den Geschütz, ja. Das ist cool. Ja, nicht schlecht. Das Blöde ist, du kriegst hinten keine Tür dran, gell, irgendwie. Ja, ich krieg theoretisch schon eine Tür dran. Müsste man sich überlegen, wie man das macht. Man könnte... Mach eine Falltür, also nicht eine Falltür, du machst zwei Türen, so eine Flügeltür, die in der Mitte, also links eine, rechts eine, die dann beide nach außen aufgehen. Wie willst du dann noch hier durchgehen? Ja, wenn es zu ist. Ja, aber wenn Türen offen sind, dann komme ich hier auch nicht mehr durch. Da ist was dran. Ja. Tür ginge. Das würde gehen. Eine schöne Schiebetür. Das ist eine schöne Idee. Eine schöne, ja, gar nichts. Ich glaube, du musst das Loch eins weiter runter machen. Ja, du siehst jetzt so nichts in der Ego, das stimmt. Aber wir können das Loch... Du schon, machen. Oder was? Juhu. So. Danke. Besser. Schon, oder? Ja. Okay. So, hallo. Dann hier... Wieso kann ich ganz nach hinten gucken? Wieso habe ich eine 360-Grad-Sicht? Ich bin doch keine Eule. Guck mal, das sind sogar mehrmals 360 drei, Grad. Mein Hals ist schon eingedreht. 1, 2, 3, 4. So, jetzt mal 4. 1, 2, 3... Warte mal, noch mal. Nee, das geht ja nicht. Suchen wir mal. Dann hätte man hier 5. 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen wir vielleicht eins mehr. Oh, das wird keine Mann. Tür, das wird eine Guillotine. Du hast es verstanden. Wenn ich schnell genug ist. Genau, für die Zombies ist das praktisch, für die Menschen vielleicht nicht. So, okay. Biesten. Schalter Nummer 2. Nee, warte mal, das könnte man ja verbinden, wenn man hochfährt. Geht sie zu. Mhm. Gute Idee. Dann kann man es nicht vergessen. Das ist eine sehr, sehr intelligente Idee. Okay. Weil in der Panik der Apokalypse und des Zombie-Angriffs kann man das schon mal vergessen. Und dann kommt ein Zombie von hinten, zack, und dann bist du auch ein Zombie. Richtig. Können wir noch zumachen hier. So. Tada! Jetzt. Oh, warte, ich muss jetzt den Sitz wegmachen. So, drück mal Knopf. Knopf! Na, das sieht jetzt geil aus. Ich hab irgendwie. Achso, jetzt bin ich unten, jetzt ist die Tür offen. So, und die Tür geht zu. Ja. Und ich will bei dir mal gucken. Als ob die Tür aber warte da mal. Oben bleibt. Wir könnten ja einfach hier. Ah, nee, das geht nicht. Weil, wenn ich es hier hin mache. Du kannst dich ja nicht mehr drehen. Kannst dich so jetzt drehen, oder? Ach so, okay. Ja, genau. Ja, nö, dann machen wir es so, oder? Passt. Jo.
Dann mache ich nur da vorne so eine Schräge runter, dann sieht das auch noch voll panzermäßig aus. Ey, das wird geil, das Ding müsste man so komplett dann hochladen. Kannst du machen. Und wie nennt man das jetzt? Weiß ich nicht. Stationäres Geschütz oder was hast du am Anfang gesagt? Triangel, nee. Was? Triangel? Bunker. Nee. Du hast irgendwas anderes gesagt. Wo ich gesagt habe, das kenne ich nicht. Weiß ich nicht, wie es aussieht. Klotür. Erinnere dich, Mensch. Ich erinnere mich aber nicht. Ja, toll. Du sollst aber. Ich weiß nicht, was du meinst. Keine Ahnung. Oh, was hat er denn gesagt am Anfang, Leute? Das genau, er hat da ein Wort gesagt, wo ich nicht wusste, wie es aussieht. Bunker. Nein. Irgendwas mit Tee oder so. Theodor. Ja, genau. Das war's. Ha, wusste ich's doch. Sag es doch, Mann. Machst du mir hier voll die Hölle heiß? Irgendwie sowas wie Terrine. Ach doch nicht, okay. So, das sieht doch cool aus, oder? Weil ich gesagt habe, jemand hat sich einen stationären Panzer gewünscht. Und hast du gesagt, ja, aber ein Panzer wäre ja beweglich. Okay. Und du stellst dir dann eher so einen... Klack! Ja, genau! Ich wusste, das heißt ein Tee. Ein Tee, ja. Ich sehe das Tee. Ja, nur weil das Tee einen Strich in der Mitte mehr hat und zum F wird. Hat eigentlich jemand Geburtstag heute? Achso, ja. Der Tim Apitus und die Silvia. Oh, alles Gute, ihr beiden. Oh, Happy Birthday. To? Ha! To you. Ja, to you. Jetzt hast du... Das ist... Das tut den Leuten in den Ohren weh. Deswegen hören sie das an. Weil es in den Ohren weh tut. Ja, ich weiß ja auch nicht, warum sich die Leute wünschen, dass du für sie singst. Das verstehe ich ja eh nicht. Also muss es ja daran liegen. Nee, daran liegt das gut nicht. Happy Birthday to you. Gehst du weg? Halt. Ach Mensch. Chillin ärgert mich. Ja, na und? Ja, stimmt. Ja, und? Happy Birthday to you. Nochmal. Nein, geh weg. Nochmal. Nein. Hast du jetzt, sonst, ich würde dir, ich räch mich. Oh, hast du kalt. Warte. Eishände! Eishände. Immer. Eishände! Warte. Hast du, nein! Oh! Mann, jetzt du. Ich brauch dich nicht mal schlagen, ich brauch dich nur sanft anfassen. Ja, geh weg. Ich bin doch da, gar nicht da. So. Oh, oh. Oh, ja, der Sitz ist in dir. So, jetzt. Oh, das ist cool. Das hat jetzt was von so einem Aufsatz bei so einem Van zum Schlafen oben, was man so hochklappen kann. Ach so, was ja, meine. Stimmt. Mach mal runter. So, dann müsste ich jetzt hier so machen. Wie habe ich das hier jetzt gemacht? Gar nicht. Gar nicht habe ich das gemacht. Besser. Hey! Ich mache gleich aus Versehen was Falsches weg. Manu. Ich habe eigentlich mehr Aufregung erwartet. Manu. Das ist ja doof. Das hier ist so doof. Immer. Ich bin so auf die Welt gekommen. Das stimmt. So, mach mal hin, die Folge ist vorbei. Echt? Ja, schon lange. Ah! Das Geschütz musst du dann wohl nächste Woche fertig bauen, aber das macht ja nichts, weil wir wollen ja noch mehr so in die Richtung bauen. Oh. Ist fertig, oder was? Nein, das Geschütz ist ja noch nicht fertig. Nicht in den Felsen bauen! Ja, ich meine fertig für jetzt mit den Schrägen und so. Ach so, ja. Das Geschütz kriegst du jetzt nicht mehr hin. Das musst du nächste Woche bauen. Nee. So. Sehr gut. Fühlt man sich doch sicher. Schusssicher und alles. Das ist wahrscheinlich der sicherste Ort hier in dem Spiel. Meinst? Nö. Ich meine nicht. Ich glaube, unsere Höhle ist sehr sicher. Vor allem bei so viel Spaß. Ja, das machen stimmt. Vielleicht sogar die Zombies mit. Genau. So, fahr mal hoch. Ja, das ist geil. Das ist schon cool. Fahr nochmal hoch. Dreh mal.
Oh, es klemmt. Fahr nochmal in die andere Richtung. Hm, hat nur kurz geklemmt. Es ist cool, gell? Ja, jetzt ist man auch hinten geschützt und jetzt, ja, je nachdem, wie du dann das geschützt baust, vielleicht auch nochmal ein Gitter vorne rein. Ja. Ja, dann hier so da vorne will ich dann das lange Geschütz mit buff, buff. Und vielleicht an den Seiten dann schnelle Waffen. Hier so eine fette Waffe und an den Seiten schnelle Waffen. Mal gucken. Das ist ja auch geil. Und so sieht man, denkt man, das ist ein normales Haus auf dem Land. Genau. Unser Landhaus. Wie bist denn du da rausgekommen? Ich habe E gedrückt und dann geduckt durchgelaufen. Aber warte jetzt mal. Bin ich raus. Ah, jetzt hat's geklappt? Ja. Ah, ja, okay, geht. Du kommst da einfach so raus. Ja. Ah, jetzt hat er das Problem auch. Sehr gut. Ja, ich glaube. Ein Balken ist dein Weg. Oh. Hm? Ist es richtig drin? Ich sehe es nicht. Ja, ne, wie richtig drin? Ist es richtig eingeklappt? Eingeklappt? Ja. Wie meinst du eingeklappt? Setz dich mal außen auf den Sitz. Auf welchen Sitz? Ah, hier. So, und jetzt schauen wir mal Fernperspektive. Okay, ja, gut. Ich glaube, hier ist ein Balken. Ich glaube, dass es der hier ist. Oh oh. Nee, er war es nicht. Dann ist es der hier. Genau. So, jetzt ist die Frage, ist es aber noch zu? Ja, es ist... Ah nee, es ist nicht ganz zu. Das ist eine ganz kleine Lücke, aber... Ja. Warte mal, welches ist jetzt innen und welches ist außen? Fahr mal weiter runter. Ach, das schließt genau ab, okay. Aha. Fahr wieder hoch. Okay. Aha. Und es war eigentlich innen. Man könnte überlegen, dass ich schräge hinmache. Vielleicht reicht es dann. Das ist eine Idee, probier das mal. Also man kommt auf jeden Fall raus. Ja, man kommt raus, das schon. Jetzt fahr nochmal hoch. Also du wärst auf jeden Fall so ziemlich zu. Aber es ist schon tricky. Ja, macht nichts, es ist halt so eine Zombie-Apokalypse. Ja, man muss halt dann so ein bisschen bücken und ducken und machen und tun. Aber wenn man hier so an die Seite geht vom Sitz, dann... Oder? Ich kann den Sitz eins weiter vor tun. Das ist eine Idee. Wenn ich ihn eins weiter vor tue, dann müsste es eigentlich gehen. Knopf und die Lenkung. So. So, genau, jetzt geht's. Okay. Jetzt geht's ohne Probleme. Aber wenn man immer am Anfang nach rechts lenken will, klemmt's. Nach links echt? Nicht und dann plötzlich klemmt's nicht mehr. Keine Ahnung warum. Also Zombies bitte erst von links angreifen. Ja. Nee, aber echt geil, also. Und unten kann man sich jetzt trotzdem noch gut bewegen, ne? Das ist, glaube ich, kein Problem, oder? Jo. Aber hier ist jetzt offen. Da muss man dann auch schon fast hier. Braucht man eine Tür. Gut, das kannst du, da kannst du eine Klapptür hin machen. Ja, da kann ich dann eine normale Klapptür, ja. Oh. Was jetzt? Weil es nicht richtig drin ist. Dann geht's kurz auf. Ja, sehr gut. Ja. Dann ist das doch eine gute Grundlage für nächstes Mal für das Geschütz. Ja, super cool. Cool. Hast du gut gemacht, Sarah. Ist gut geworden, ja. Dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's euch gefallen. Wenn es der Fall ist, ein Like da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace over and out. Wow. Tschüss. Tschüss.